was so jetzt die letzten Jahre so ein Trend war, dass es eigentlich von irgendwie physischen Releases wegging, merken wir jetzt gerade, dass es eigentlich wieder fast zurückgeht. Dass die Leute wirklich sehr viel mehr selektieren und gucken, okay, was kommt raus, was ist wirklich gute Musik und was ist dann halt auch so stark, dass es halt auch schafft, dann irgendwie ein Vinyl-Release zu rechtfertigen. Also dadurch siebt sich dieser Markt einfach auch viel mehr wieder aus. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Das ist so diese Erfahrung, die wir jetzt irgendwie im letzten Jahr so gemacht haben. Also wir sind Brüder, deswegen kennen wir uns eigentlich schon immer. Das ist halt auch eine gewisse Vertrauenssache, dann, wenn man über Jahre hinweg dann Musik zusammen macht, weil ziemlich viele Bands haben ja oftmals die Probleme, dass es dann wirklich so Unstimmigkeiten gibt. Der eine will halt das, der andere will das. Und dadurch, dass wir dann als Brüder da so miteinander verbunden sind, rauft man sich dann halt eher immer noch zusammen und man hat dann halt auch Meinungsverschiedenheiten, aber es harmoniert halt trotzdem einfach in einer gewissen Weise. Man hat halt so eine naturgegebene Wellenlänge und wir haben festgestellt, dass die elektronische Musik nicht mehr so ernst ist wie früher. Natürlich gibt es Leute, die das anders sehen, aber so im Großen und Ganzen ist das alles ein bisschen lockerer geworden und wir selber merken das ja auch bei unserer Musik, die auch sehr viel auf Breite und einfach einen Spaßfaktor setzen und wir versuchen einfach nur mit unseren Sets und unseren Produktionen so frei zu sein wie möglich und alles zu machen, was wir wollen und nicht bei einem Set dazustehen und zu sagen, den Track finde ich geil, aber den traue ich mir jetzt nicht zu spielen, weil die Leute da vielleicht komisch reagieren könnten. Wir wollen einfach das transportieren, so wie wir sind, so wie unser Musikgeschmack ist und ich glaube, dass wir da auch nicht alleine dastehen und so ist es, hat sich es im Allgemeinen auch mehr entwickelt und so könnte es in Zukunft vielleicht auch mehr sein, dass einfach die vielen verschiedenen Musikrichtungen verschmelzen. Tes affronts, oublie mes affronts, j'oublie tes affronts.
Et je recommence à croire à cette romance. Je crie.